Ein Hallo und willkommen zum dritten Part, in dem ich eine maritime Mission machen werde. Das wird dann aber auch erstmal der letzte Part sein. Drei Stück sind ja genug, danach geht es dann mit der Hauptstory weiter. Wer die letzten beiden nicht gesehen hat, soll das machen, denn da haben wir eine kleine Schiffsstory erlebt. Nun ja, diese allgemeinen hier maritime Missionen weiß ich nicht. Vielleicht werde ich da mal einen extra Part machen, wo ich die machen werde. Aber ich werde jetzt erstmal zu guter Letzt das machen und danach machen wir erstmal die Hauptstory weiter. Zeros erkunden und Captain Kids Schwert finden. Oh, ein Schwert, cool. Vielleicht so ein schöner Piratensäbel. Ja, ist doch nicht schlecht. Nun gut. Okay, dann müssen wir dann 1774. Ja, falls euch wundert, warum manchmal 1774 steht, manchmal. Bleibt beim Boot, Captain. Ja, wartet. Damit es nicht abhanden kommt. Gut. Es gibt einen Tempel auf der Insel. Da drin wird sein, wonach ich suche. Ja, falls euch manchmal wundert, in dem letzten Part, da sind wir auf einer Mission, da war es schon 1778. Ja, das ist halt immer unterschiedlich von den Jahren her. Wahrscheinlich könnte man das auch in chronologischer Reihenfolge machen. Aber, naja, keine Ahnung. Die Mission hatten wir ja schon von Anfang an und, ja, ich weiß nicht, ist einfach so. Keine Ahnung. Und ich könnte jetzt eigentlich auch mal... Wartet mal bitte kurz. Ich muss mal schnell was nachschauen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade noch mal kurz meine Freedom Box geschnappt. Ich will nämlich mal schauen, das habe ich auch im letzten Part schon gefragt, ob auch diese Biddle-Mission eigentlich ein Extra der Freedom Edition war. Ich schaue jetzt mal. Einzelspielermission Kriegsgespenst. Einzelspielermission verlorene Maya-Ruin. Ne, das ist beides. Diese Mission und die letzte waren anscheinend beides Missionen, die jeder hat. Okay, dann habe ich mich hier getäuscht. Aber wir haben auf jeden Fall noch andere... Missionen, die nur in der Freedom Edition vorhanden waren. Ob ich die jetzt mache, weiß ich jetzt noch nicht. Nun gut, dann erklimmen wir das hier mal. Es hatte sich ja auch mal, ich glaube GameStar war das beschwert, dass es nicht mehr so diese, ja, diese Verstecke zu erkunden gab für eine coole Rüstung. Finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Hätte ich auch cool gefunden, oder wenn wir uns allgemein so vielleicht eine andere Rüstung hätten holen können. Also, okay, ich kann sagen, die Rüstung kann man ja schlecht aufwenden. Ich finde sie so auch richtig cool. Ich finde, die muss man auch gar nicht aufrüsten. Aber wäre halt cool, wenn man vielleicht hätte, ja, noch andere Rüstungen hätte haben können. Gibt es ja auch, aber die muss man halt durch verschiedene Sachen freischalten, kann man sich halt nicht kaufen. Und was ich auch doof finde, man kann die Rüstung zwar färben, aber man sieht da nur so ein Paket und die Farbe. Also was das für eine Farbe ist, dann steht da zum Beispiel rot-braun, aber man sieht halt nicht, wie es bei der Rüstung aussieht. Sprich, man muss es sich immer zuerst kaufen. Ist was doof, aber im Endeffekt sage ich, mich stört es jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Auch nicht, dass wir jetzt unbedingt nicht nach einer Rüstung wieder mit so 6 Schlüsseln vielleicht suchen können. Ja, ist auch nicht so schlimm, aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen Jump'n'Run, Klettereinlagen und alles, das reicht ja auch. Könnt ihr mir auch mal sagen, es könnt ihr mir unten in die... Schatz liegt vermutlich in dieser Pyramide. Ah, doch, das sind ja doch die Maya-Ruinen. Doch, das ist doch die Mission. Die gibt es anscheinend wirklich nur. So sieht das auch auf dem Bild da aus. Diese Maya-Ruinen, doch. Ich glaube schon, dass das nur eine Mission ist, die nur ich habe. Sieht genauso aus. Ja, nun gut, auf jeden Fall schreibt doch einfach unten in die Kommentare, was ihr positiv an Assassin's Creed 3 findet, auch in Bezug zum Vorgänger, was ihr findet, was hat sich verbessert oder wo ihr sagt, nee, das finde ich doof, das hätten sie ruhig so lassen können. Schreibt es unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Jo. So. Ich laufe jetzt einfach mal entlang. Wow, what the fuck? Alter, was rutscht ein Connor auch da so durch wie sonst was? Krass. Ein Wunder, dass der Tempel nicht längst eingestürzt ist. Och, glaub mal, Connor, das wird bestimmt noch. Nach meinen Vermutungen. Könnte ja gut sein. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ach, da entlang, oder? Hier rüber? Nee. Hä? Ach so, da außen entlang wahrscheinlich, ne? Ja. Auf jeden Fall sehr atemberaubend. Muss man schon sagen. Und ja, vielleicht können wir das Schwert dann ja auch ausrüsten. Ausrüsten. Vielleicht ist es ja was ganz Cooles. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Okay, müssen wir hier hoch? Ja, Connor. Da geht's hoch. Super. Wow. Oh mein Gott. Haha, krass. Ja, das wäre ja auch zu einfach geworden. Schade. Och, Menno. Okay, müssen wir einen anderen Weg finden. Ich muss einen Weg zurück in die Schatzkammer finden.
Jo, ganz nach da oben. Ich denke mal, hier außen entlang geht's nirgendwo. Den Wasserfall runter möchte ich auch nicht. Okay. Schauen wir mal. Ich erkunde einfach mal alles. Was es denn hier so Tolles gibt. Anscheinend nicht viel, aber da ist ein Baumstumpf. Vielleicht können wir da ja so... Oder hier so ein Stein. So, ich dachte, vielleicht können wir da nicht hochlaufen irgendwie. So wie ich Connor kenne. Ja doch, geht doch, super. Schade, dass hier keine Gegner sind oder so. Vielleicht so ein altes Volk, was den Schatz bewacht. Die sollte halten. So. Perfekt. Ja, Connor, du kannst ruhig auch weiterklettern, ne? Hä, müssen wir da entlang, oder wie? Nee, also, jetzt geht's. Musik ist auch immer sehr schön gemacht. Erwähne ich eigentlich auch fast in jedem Part. Aber auch so indianermäßig zum Teil. Ja. Falls euch wundert, meine Katze ist gerade wieder hier. Vielleicht habt ihr das ja gehört. Okay. So. Alles recht dunkel hier. Ich wäre für eine Kerze nicht abgeneigt. So. Also, den Sarkophag öffnen. Will ich aber nicht. Das stinkt doch bestimmt. Naja, war das die Mission etwa schon? Scheint mir ja fast so. Jawohl. Geld und das... Geil, das Schwert hat so kleine Zähnchen noch da dran. Ist das episch. Ist ja mal nice. Cool. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke mal, aber wir werden da nur die normalen Kombos machen können. Neue Waffe im Geschäft erhältlich. Sag bloß, wir müssen uns die kaufen. Sag bloß, wenn wir die gefunden haben, müssen wir uns die jetzt kaufen. Ich hoffe nicht. Das wäre ein bisschen asozial. Und haben wir das jetzt ausgerüstet, das Schwert? Okay, kann ich jetzt hier unschwer erkennen. Sieht mir aber nicht so aus. Auf jeden Fall hat er das so kleine Zähnchen noch an der Klinge. Vielleicht macht man damit ja andere Kombos. Nun gut. Dann gehe ich nochmal hin. Hat der noch was Neues für mich? Nee, jetzt scheint es eigentlich nur noch die normalen maritimen Missionen zu geben. Grenzland, ja, Boston, New York, Davenport-Siedlung. Ja, ich spreche einfach vorne mal mit dem Hickey. Ach, Quatsch, nicht Hickey, oh Gott. Nein, mit dem Typen hier auf jeden Fall. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Mit einem Seebären Bären aufbinden, nicht mit mir! Bring mehr! Ah, du bist so ätzend, Typi. Ja, okay, wir können auf jeden Fall irgendwie nichts... Ja, uns fehlen noch 3 Stück von den Drecksteilen. Und ich wüsste jetzt eigentlich mal gerne, ob wir das Schwert jetzt ausgerüstet haben. Haben wir das ausgerüstet? Nee, das ist die gleiche marode Drecksklinge wie vorher. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben zu unserem Herrenhaus. Weil ich wüsste das mal gerne. Wir haben das ja gefunden, der hat das ja auch eigentlich auch an den Waffengürtel getan. Aber da stand jetzt eine neue Waffe im Shop erhältlich. Ich meine, müssen wir uns jetzt das wäre ja total unlogisch, wenn wir uns das kaufen müssten, was wir selbst gefunden haben. Das wäre ziemlich sinnlos. Ich gehe jetzt einfach mal unten gucken, ob da nicht irgendwo ein Schwert liegt. Zum Ausrüsten. Ich schau mal. Und dass das hier nicht auch mal offen bleibt, ist, finde ich auch ein bisschen ätzend, dass man immer diesen Kronleuchter ziehen muss. Ich meine, wir sind ja die Einzigen, die hier drin leben mit Achilles. Aber nun gut, sei es drum. Ja, gehe ich mal gucken, ob wir hier hinten irgendwie ein anderes Schwert haben. So, nee, da ist nur unser Tomahawk. Unsere komische Kriegskeule. Da ist ein Schwert. Das sieht doch fast so aus wie das Schwert, oder? Jo, das ist es doch. Captain Kidd's... Naja, im Combo ist es minus 1, aber im Schaden plus 2. Dieses furchterregende Schwert soll angeblich Captain Kidd gehört haben. Die Geschichte dieses berühmten Freibeuters, der zum Piraten wurde, wurde auf beiden Seiten des Atlantiks über Jahrzehnte erzählt und ausgeschmückt. Ebenso wie die Legende über die Schätze, die er vor seinem Tod versteckt haben soll. Ja, den Schatz finden wir auch noch. Bestätigen. Klasse. In der Geschwindigkeit ist es dasselbe, in der Combo einfach nur plus 1, aber im Schaden halt nicht. Und das ist auch irgendwie länger, das Schwert, und ich stehe auf lange Schwerter. Bitte denkt nichts Falsches, okay? Dankeschön. Nein, aber, keine Ahnung, wenn irgendwie so ein ausgewachsener Mann so ein kleines Messerchen da in der Hand hält, okay, die versteckte Klinge ist was anderes, das sieht einfach cool aus, aber wenn man, sagen wir mal, so eine fette, so als großer, starker Mann dann so ein kleines Minischwert in der Hand hat, das finde ich, sieht immer so kacke aus. Und ich finde, das ist ja auch, oh, das sieht doch geil aus. Vor allem mit diesen Sägen noch da dran. Auf jeden Fall endcool.
So, und da wir noch gar nicht so viel gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt auch mal nach New York, würde ich sagen. Da müssen wir mal wieder zum Hafenmeister zurück. Denn in New York kann ich auch noch zwei Siedlungsmissionen machen. Die mache ich offscreen. Ich denke, weil ihr versteht den Zusammenhang dann eh nicht. Ich würde einfach sagen, da gab es ja noch so zwei Militärforts. Ich würde sagen, eins davon nehmen wir noch auseinander. Ja, machen wir das mal. Oder wir kaufen uns auch mal schnell was Besseres für unser Schiffchen. Wir haben 19.000. Das billigste wäre die Rammsporn. Ein verstärkter Metallsporn, der am Bug des Schiffes angebracht wird und großen Schaden anrichtet, wenn andere Schiffe damit gerammt werden. Hört sich ganz gut an. Oder wir kaufen uns eine Rumpfverstärkung. Kritische Punkte des Rumpfes werden mit zusätzlichen Balken verstärkt, um den Beschuss durch Kanonen besser zu widerstehen. Verbessert die. Was steht da noch? Verbessert die Widerstandskraft des Schiffes. Zusätzliche Kanonen habe ich mir schon mal gekauft. Brandgeschosse. Ja, ist ja geil. Hageladung. Ein Bündel kleiner Metallkugeln, das als Munition verschossen wird. Beim Abfeuern entsteht eine tödliche, schrotähnliche Ladung, die alles in Stücke reißt. Mastsegel und selbst die Mannschaft. Sehr effektiv gegen kleinere Schiffe. Verbessertes Ruder. Ein Ruder mit einem besseren Profil und einer besseren Ruderwirkung verbessert die Handhabung des Schiffes. Jo, das hört sich besser an. Das kaufen wir uns mal, weil rammen tun wir die Schiffe eh so gut wie nie. Ja, und so ein Ruder ist schon ganz effektiv. Nun gut. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt nach New York. Und nehmen da so eine kleine Siedlung auseinander. Ist ja auch so ein bisschen wie die Borgia-Türme, nur dass es hier nur 7 Stück davon in der ganzen Welt gibt. Ja. So. Oh, da hinten sehe ich einen grünen Punkt. Warum auch immer. Ich denke mal, das ist unsere Hauptmission, oder? Ne, da hinten ist eine. Was ist denn das für eine Mission? Zielort für was? Komisch. Und wie man sieht, hier gibt es auch keinen Hinkebein-Klunker mehr. Aber wofür ist das da? Der Zielort, bitteschön. Für was? Ja, okay, laufe ich mal hin. Wenn die das von mir erwarten, mache ich das mal. Weiß zwar nicht. Oder das ist der Zielort für die. Ja, das kann natürlich sein, dass das für die. Naja, ich glaube, das ist für die Siedlungsmission, ne? Aber dann mache ich das jetzt einfach, wenn mir das schon angezeigt wird. Ich kann euch dann ja noch kurz erklären, worum es da geht, falls das die Mission jetzt sein sollte. Auf jeden Fall muss ich aber hier nach New York, das weiß ich. Die wollen ja mich irgendwas zurückhaben, was hier noch ist, aber die trauen sich ja nicht alleine hin, weil die ja. Die sind ja meistens zu uns in die Gegend gezogen, weil sie hier verhasst waren oder irgendwas gemacht haben. Und ja. Nun gut, dann laufen wir da mal hin. Und gucken, wobei wir denen helfen können. Falls euch jetzt auch fragt, wieso ich die Siedlungsmission alleine mache. Oh, da sehe ich noch so eine. Was ist das hier? Wieder so ein. Ach, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre wieder so eine Schnellreisestation. Ja, falls ihr euch fragt, wieso ich die Siedlungsmission alleine mache, ja, ich finde die ein bisschen überflüssig. Das ist ja nur so, dass man den Handel irgendwie da antreibt. Also, dass man mehr Gegensachen herstellen kann. Ich meine, ist zwar ganz praktisch und so, aber ja, keine Ahnung. Ich möchte mal der Story widmen und diesen maritimen Missionen. Da finde ich, das ist immer so ein kleiner Lückenfüller. Ja. So, dann gehen wir mal nach hinten. Gut, mal schauen. Was es denn hier gibt. Oh nein, nicht du. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, was das hier soll oder sein soll. Kein Plan, die leere Kiste untersuchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es hier gerade geht. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren, um sie zu analysieren. Ja. Oder ist das so eine Siedlungsmission? Ich weiß es gar nicht. Okay. Der hat sich natürlich irgendwas rausgeklaut. Nun gut. Den Ball in Seide beschaffen. Ah ja, doch, das ist so eine Siedlungsmission. Genau, da hat uns diese Schneiderin drum gebeten. Die wollte einfach so einen Ball in Seide zurückhaben. Und da liegt er ja auch. Okay, klasse. Super. Ja, damit haben wir das schon geschafft. Die Seide zu Ellen bringen. Ja, das könnte ich jetzt noch machen. Dafür reise ich jetzt aber nicht zurück. Ich würde sagen, wir erledigen einfach hier dieses Fort, was hier praktischerweise auch relativ in der Nähe ist. Und dann beende ich den Part. So, aber eigentlich müsste ich noch eine Siedlungsmission für irgendeinen machen hier in New York. Soweit ich das weiß. Scheint mir aber gerade nicht angezeigt zu werden. Naja, nicht so wichtig. So, Frame-Einbruch.
Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich mal einen neuen PC habe. So. Ich weiß, ich könnte mir jetzt auch ein Pferd rufen, aber da habe ich keine Lust zu. Ich finde, Pferde sind zu kompliziert. Und ich müsste mir nochmal, sehe ich gerade, ein paar Bögen kaufen. Also ein paar Pfeile. Weil wir haben keine mehr. Ich denke mal, die haben wir schon nicht mehr, seitdem wir verhaftet wurden. Und da kann man wieder praktischerweise rein, den Hauptmann des Forts finden und eliminieren. Gut, ich würde einfach sagen, ich habe jetzt meine Idee. Und ja, geil, das backt da hinten ja schön rum. Ich mache mal Escape und wieder weg. Nee, backt immer noch rum, klasse. Was ist denn jetzt los? Hä? Was zum... Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Nee, ich verstecke mich jetzt kurz, weil ich möchte mal so eine Geheimeskorte machen und euch zeigen. Ja, nee, komm, leckt mich hier, Wichser. Ihr könnt mich so mal was von. Ich habe euch gar nichts getan. Ich begreife es nämlich gerade wirklich nicht, was ich gemacht habe. Bin ich irgendwie dem Fort zu nahe gekommen oder so? So, auf in den Brunnen hier. Naja, lauft ihr schön weiter. Das kenne ich immer so. Ach, nur du bist so schlau und willst das durchsuchen. Kostet dich wohl dein Leben, ne, Kollege? So. Idiot. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal von hier auf. Mit so einem, okay, wir standen da schon in dem Sperrgebiet wahrscheinlich. Okay, super, dann würde ich sagen, holen wir uns mal die. So, jetzt sieht das aus, als ob ich verhaftet worden wäre. Hihi. Und vielleicht kommen wir ja so dann direkt ins Fort rein. Und, können dann den so heimlich eliminieren. Finde ich ganz lustig. So, da, das backt schon wieder rum. Wie, die erkennen mich? Nee, oder? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, ja, ich bin der Gefangene. Lasst mich durch. Hä, was zum... Ja, okay, anscheinend scheint es nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei so einem Foto. Nein. Nein, scheiße. Genau, so. Ihr könnt gerne auf euren einen Kameraden schießen. So, die helfen uns aber. Okay, der ist fast ins Wasser gefallen. Okay, wir setzen unser neues Schwert ein. Oder aber suchen uns ein menschliches Schutzschild. So, mal gucken, wie das Schwert so ist. Ey, sag mal, hört mal auf, bitte. So. Warm, Kollege. So, unsere Assassinen helfen uns noch. So. Alter, sag bloß, was mein Assassinen gerade erledigt. Ah ne, der wurde verletzt. Das finde ich auch geil, die sind nicht mehr so überpowered, die Assassinen. Die Brotherhood, das finde ich schon ganz cool. Kann ich dem nicht helfen? Wow. Ne, ich will dem eigentlich helfen. Kann man dem nicht helfen? Hm. Hey, Kollege. Ist nicht tief. Ruf deine Näherin. Er bleibt jetzt hier liegen, oder? Was ist los? So, ich wähle aber schon mal was anderes aus. Ah, ne, stehen. Sind wir mal nicht zur Verfügung. Hm. Okay. Ich hoffe, der erholt sich wieder. Ach, und wie praktisch. Hallöchen. So. Oh, und hier sind auch Leute, die wir befreien können. So, komm, greif mal an. Oh, wieder zwei Leute auf einmal. Ist ja süß. So. Er kommt her. Oh, der will wieder feuern. Also, manchmal liegen auch ihre eigenen Kumpanen, ohne dass ich den als menschliches Schutzschild benutze. So, jetzt fehlst nur noch du. Ah, ne. Doch noch ein paar. So, komm mal her. Dann ist der wenigstens direkt erledigt. Genau, spieß deinen Kollegen auch noch mit auf. Scheiße. So, das war's mit dir. Okay, dann befreien wir die mal.
Super. Was auch immer das gebracht hat. Ich denke mal, die helfen uns vielleicht. Kein Plan. Ich wähle jetzt auch mal meine Pistole aus, mit der wir übrigens ja jetzt mehr Munition haben. Und dann schieße ich... Oh, 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 ich habe eine Idee. Das war ja lustig. So. Nice, Alter, wie das alles in die Luft gegangen ist. Ich habe noch eine lustige Idee. Komm, Connor, lad mal weiter nach. Oder auch nicht. Ey, was schießt der auf mich, ihr Penner? Was macht der da? Der kann ja mitkämpfen von mir, sondern sucht dir eine Waffe, Kollege. Ah, nee, du läufst lieber weg. Nee, da hinten sind auch noch mehr Wachen. Scheiße. So, du Arschloch, komm her. So, ihr auch noch? Der Typ ist natürlich gestorben. Nur mit Fäusten zu kämpfen ist doch reichlich unklug. Das kann nur ich. So. Das war's mit dir. So. Dann würde ich sagen, werfen wir da mal wieder eine Laterne rein. Meine Idee war eigentlich, so ein Pulverfass zu nehmen, das davor zu legen und dann drauf zu schießen. Das kann man auch machen. Dann geht das auch in die Luft. Aber naja, jetzt haben uns die Wachen hier angegriffen. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, ich würde sagen, wir verstecken uns mal im Heuhaufen. So, das war's. Die Flagge noch einholen und dann beende ich hier den Part. Und im nächsten machen wir dann endlich weiter mit der Hauptmission. Ja. Wie gesagt, die Forts habe ich jetzt extra nicht gemacht, damit wir eben halt mal, wenn so ein Part jetzt nicht mehr so lange geht und das für eine Hauptmission zu lange wäre, dass wir so ein Fort einfach noch machen können. Das ist ja ganz praktisch. Und da marschieren sie ab. Ich will nur mal wissen, ob unser Assassine eigentlich noch lebt. Der wurde ja so angeschlagen und lag da auf dem Boden und krümmte sich. Und damit haben wir ein weiteres Fort eingenommen. Klasse. So, niedrige Steuern. Fort Washington steht nun unter der Kontrolle der Patrioten. Klasse. Dann würde ich sagen, wende ich in den Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Und dann werde ich schon hier bei der Hauptmission stehen. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.